ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe euch ja letztens diese Apple White Perücke vorgestellt und heute möchte ich jemanden als Apple White verkleiden. Und diejenige, die sich verkleiden möchte, heißt Elsa und ist die Eiskönigin. Ihr kennt sie. Ich werde als erstes mal ihre Krone abnehmen, damit die dann auch die Perücke tragen kann. Die Perücke ist natürlich ganz schön groß für Elsa. Da ist ja Apple White. Da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da, finde ich. Die haben beide diese blauen Augen, diese pinken Lippen. Und jetzt fehlt aber auf jeden Fall für Elsa noch dieses Krönchen da oben. Apple White hat ja hier eine rote Schleife und darüber ist eine Krone. Und das Ganze ist in den Haaren so drin. Und das werde ich jetzt versuchen nachzubasteln. Dafür habe ich hier von einem großen Überraschungsei das Innere. Und rotes Papier. Außerdem noch ein Band. Um das Ganze noch ein bisschen zu verzieren, habe ich noch Sticker und werde die Krone damit noch ein bisschen verschönern. Ein bisschen gelbes, selbstklebendes Papier habe ich noch da. Und eine Nadel. Vom roten Seidenpapier habe ich mir ein ganzes Stück abgeschnitten und das falte ich jetzt so zusammen. Bis das so ein schmaler Streifen ist. Und jetzt mache ich die äußeren Seiten so nach innen. Knaufe das Ganze so ein bisschen zusammen. Und jetzt sieht das schon ein bisschen aus wie eine rote Schleife. Da mache ich jetzt einmal einen Faden drum. Und das knote ich jetzt hier um meine kleine Krone. Damit der Faden nicht verrutscht, habe ich das Ganze einfach noch mit ein bisschen Tesafilm festgeklebt. Jetzt habe ich mir einen Streifen von meinem gelben selbstklebenden Papier abgeschnitten. Man kann natürlich auch normales gelbes Papier nehmen. Und hier oben mache ich jetzt einfach so Zacken rein, wie bei einer Krone. Die Krone von Apple White sieht zwar ein bisschen anders aus, aber ich glaube, man wird genau erkennen können, was das sein soll. Mit der Nadel piekse ich jetzt hier in diese Überraschungseihälfte rein und binde da den Faden fest, damit ich das dann auf dem Kopf von unserer Prinzessin hier befestigen kann. Man kann natürlich auch statt diesem Faden ein Gummiband nehmen, dann kann man das leichter auf- und abmachen und es hält auch besser am Kopf. Zum Schluss möchte ich jetzt meine Krone noch mit ein paar Herzchen verzieren und dann ist, glaube ich, Elsa ganz gut als Apple White verkleidet. Wir wollen natürlich dann auch noch mal schauen und die beiden nebeneinander stellen und schauen, ob sie sich auch wirklich ähnlich sehen. Ja, ich glaube, man kann erkennen, als wer sich Elsa verkleiden möchte. Apple White hat natürlich ein viel runderes Gesicht und Elsa dieses kleine, schmale Gesicht. Aber das kann man ja auch nicht ändern. Aber so von den Haaren und mit der Schleife und der Krone, das hat wirklich gut funktioniert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt, ob ich vielleicht noch jemand anders als Apple White verkleiden soll oder ob sich vielleicht Elsa noch als irgendwie ein Monster aus der Monster High verkleiden soll. Einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!